Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von New Super Mario Bros. U Deluxe. Es geht nun weiter im Pilzpalast. Und die erste Welt heißt Magma und Meteoroiden. So, die letzte offizielle Welt. Vor der Spezialwelt. Rennen wir mal hier durch. Oh. Die ersten Starcoin haben wir. Schade, war bestimmt ein extra Leben drin. Das ist gefährlich hier. Da unten ist ein Starcoin Nummer 3. Aber gehen wir erstmal hier rein. Und zwar hier drin befindet sich ein Secret. Das war der geheime Weg, der über die Burgmauern führt, würde ich mal sagen, rechts entlang. So, holen wir die dritte Starcoin und den normalen Weg. So, geschafft. Dritte Starcoin. Und hier haben wir das Ziel. Oh yeah, Mario Time. So, weiter geht's. Reise übers Magma-Meer. Und weg mit euch. Ich bin mir fast sicher, hier oben ist was. So geht der Weg einfacher. Ja.
So, hier hinten haben wir den dritten Starcoin. Da müssen wir einfach nur warten. Und der Nebel müsste eigentlich weit genug weg sein. Okay, da hinten ist der. Und das war das nächste Level. Ich glaube, in diesem Level scheint es gar nicht so viele zu geben. Und hier sind wir warm genug? Fragezeichen. Das werden wir herausfinden, ob das warm genug ist. Das hat ziemlich cool gemacht mit den Stelz. Ah, gut. Und Checkpoint. Eine Feuerblume, die habe ich aber schon. Wow, da bin ich doof. Oh, scheiße. Also, ein Riesenmango ist, dass man, wenn man auf B springen tut und nochmal B drückt, er einen Spin-Jump macht. Das ist sehr, sehr schlecht, die Steuerung. Also, das finde ich schlecht von der Steuerung her gemacht. Mir wäre es lieber, wenn es so wäre, dass dann quasi... Ja, nur beim Spin-Jump du R drücken musst. So, die nächste Welt ist Meteoridendusche. Eine Dusche. Das klingt lustig. Warum fliegt der Scheißhaufen? Was war das gerade? Unglaublich, unglaublich, sage ich nur. Ich bin fassungslos über das Spiel gerade.
Respawn ist der rumgesprungen und geflogen. Wow. Und deswegen hat es mich erwischt. Mm-mm. Ah, okay, da kann er sich nur ein Stern. Kommen noch mehrere Sterne her. Aber für was? Hier ist ja nichts. Okay. Eine Starcoin bisher. Au. So, eine fehlt noch. Ah, verdammt. Boah, ist das mies. Da habe ich zwei Hits gekriegt. Und die dritte Starcoin. Lieber ins Ziel gehen, statt das Leben zu holen. Man weiß ja nie, ob darüber noch doch noch einer kommt. So, dann kommen wir jetzt hier weiter. Und zwar zu Heißer Aufzug. Es bleibt auf jeden Fall spannend. So, steigende Lava heißt schon mal nichts Gutes. Was ist denn da? Ah, ja, ich erinnere mich nur noch flüchtig an dieses Level. Münzen und es darf nur eine Person diesen Aufzug bedienen. Das können wir definitiv gut gebrauchen. Oh, Bomben. Oh, oh. Ja, mach doch! Meine Güte! Komm schon, schneller, schneller, schneller. Boah, kein Checkpoint bisher. Ah, nicht geholt. Ja.
Ah, shit. Okay, alle drei Star Coins. Und geschafft. Und es geht weiter Richtung Turmspitze. Bitte speichern, ja. Die letzte Schlacht. Oh, das klingt nach dem letzten Level. Nach dem Kampf gegen Bowser. So, die letzte Schlacht. Bowser Jr. will es auch nochmal wissen. Ah, meine Güte! Oh, mit dem Nichts. Oh, die schönen Kästchen. Und geschafft. Alle drei Star Coins. Oh, Bowser kommt. Boah, das ist cool. Ein richtig schickes Tor. Au. Und das war's, Bowser. War das schon alles? Fragezeichen. War das wirklich schon alles? Kamek und Bowser Junior gibt's noch. Die führen irgendwas im Schilde. Auf jeden Fall nichts Gutes für Mario. So Mario, dann renn mal zu deinem Zielort, zu deiner schönen Prinzessin. Ich komme, Peach, und werde dich befreien. Riesen-Bowser erscheint, wow! Hallöchen, ihr beiden! And dust. Oh.
Das! Oh mein Gott, hey! So, Bowser, ich mach keine halben Sachen mehr. Es reicht. Das ging schnell. Und das hört sich nach dem Ende an. Was ist los? Hast du Angst? Springt hinterher. Thank you. So, Mario, der Gentleman. Es war ja nur ein Kuss auf die Mütze. Hier haben wir sie, die ganzen Schergen von Bowser. Und das hält das Gewicht nicht von Bowser aus. Und das Pilzkönigreich oder der Pilzpalast ist gerettet. So, das war's auch mit diesem tollen Spiel hier. Cool, hier kann man Münzen einsammeln. So, das war's noch mit New Super Mario Bros. U Deluxe. Abgesehen noch von der Spezialwelt. Ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen und war für euch zum Teil auch hilfreich, gerade wegen den Star Coins, die manchmal echt gut versteckt waren, muss man sagen. So, die Familie ist zusammengeführt. Also über das Remake habe ich mich sehr gefreut, muss ich sagen. Ich habe es ja damals auf der Wii U schon gespielt. Auch damals 100%. Aber das ist halt schon viele Jahre her. Ich freue mich wieder bald auf ein neues Super Mario. Ich hoffe, es kommt mal wieder bald eins raus. Ein neues. Das letzte Mal ist das schon ein bisschen her. Abgesehen jetzt von Paper Mario, was ich ja nicht dazu zähle. Oder von Super Mario 3D World, was ja auch nur ein Remake war. Abgesehen von Bowser's Fury.
Voll cool, die klatschen sogar nach. Die klatschen das sogar nach. So, das war's. Mal gucken, ob noch irgendwas passiert. Ende. Herzlichen Glückwunsch, du hast das Spiel beendet. Deine Speicherdaten wurden in Sternen hinzugefügt. Du kannst jederzeit im Menü speichern. Die Röhren bringen dich jetzt auch zu einer geheimen Insel. Spring einfach in eine der Röhren und probier's aus. Und hier haben wir die Sternenwelt. Die Röhren bringen dich jetzt zum Superstar Boulevard. Ach übrigens, hast du schon alle Sternenmünzen gesammelt? Natürlich! Alle Sternenmünzen im Pilzpalast gesammelt, wofür das wohl gut ist. Du hast alle Level inklusive den im Pilzpalast geschöpft. Glückwunsch. Dir wurde der zweite Stern verliehen. So Leute, hier sind wir angekommen in der Superstar Boulevard. Die schwierigsten Level in diesem Game. Und wir haben alles frei. So, beim nächsten Mal werdet ihr wissen, wie es weitergeht. Und ich freue mich auf euch. Lasst gerne einen Daumen da und auch gerne ein Abo, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und bis zum nächsten Part.